Christian Lindner ist jetzt da und wir hören mal rein, was er sagt. Die wirtschaftliche Erholung und setzen Investitionsanreize. Wir unterstützen Betriebe, indem wir die degressive Abschreibung verlängern sowie die steuerlichen Investitionsfristen und die Möglichkeiten der Verlustverrechnung verbessern. Das ist ein Beitrag zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Erholung und ein Beitrag zur Stärkung der Konjunktur. Mit den Beschlüssen von heute erreichen wir die breite Mitte der Gesellschaft. Durch die Homeoffice-Pauschale entlasten wir die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Zudem erreichen wir durch die Veränderung bei den Abschreibungen, dass wir uns gewissermaßen aus der pandemiebedingten Rezession heraus investieren. Wir haben mit dem jetzt beschlossenen vierten Corona-Steuerhilfegesetz auch Beiträge dazu geleistet, die besonderen Leistungen von Pflegenden zu würdigen. Steuerfreiheit von 3.000 Euro Pflegebonus ist ausdrücklich im vierten Corona-Steuerhilfegesetz vorgesehen. Es ist also ein guter Beitrag, um unser Land aus der Pandemie herauszuführen. Herr Lindner, dass Sie die degressive Abschreibung damit reingenommen haben, hat ja beim Koalitionspartner oder bei beiden Partnern durchaus für Stirnrunzeln gesorgt, weil man nach meinem Verständnis sich vereinbart hatte, entweder die Superabschreibung zu machen oder die degressive Abschreibung. Jetzt beides zusammen bringt ja wenig Sinn. Heißt das, die Superabschreibung kann man für dieses Jahr erstmal vergessen? Die Bundesregierung hat sich bislang noch keine abschließende Meinung gebildet zur sogenannten Superabschreibung. Wir haben jetzt mit der Fortsetzung der degressiven Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter zunächst einmal ein Signal an die Betriebe gesetzt, dass auch in diesem Jahr der Staat Investitionstätigkeit unterstützen will. Das ist auch ja ein Instrument, um den Betrieben Liquidität zu sichern, die sie aufgrund der Situation während und in der Pandemie und nach der Pandemie zu beklagen hatten. Die sogenannte Superabschreibung im Sinne auch einer Investitionszulage hat ja einen anderen Zweck. Bei ihr geht es nicht in erster Linie nur darum, aus der Pandemie herauszukommen, sondern sie soll ja ausdrücklich auch die Transformation der Wirtschaft mit Blick auf Klimaschutz und Digitalisierung anschieben. Hier sind also viele konzeptionelle, beihilferechtliche und fiskalische Fragen zu klären. Außerdem muss mit Wirtschaftswissenschaftlern und Vertretern der Wirtschaft erörtert werden, ob ein Inkrafttreten im Laufe dieses Jahres tatsächlich den Investitionsanreiz bieten kann, den wir uns von diesem Instrument erhoffen. Wir haben ja angebotsseitig unverändert Probleme, Stichwort Lieferkette. Auch noch mal eine Nachfrage zur Superabschreibung. Sie haben gesagt, die Regierung hat sich noch keine Meinung gebildet, aber Sie sind ja jetzt seit Tagen oder seit Wochen in Gesprächen mit den Wirtschaftsverbänden und mit einzelnen Unternehmen. Sind Sie dafür, die Super-AFA zu verschieben oder sind Sie dafür, sie eher doch noch dieses Jahr anzuwenden? Und meine zweite Frage ist zum Themenkomplex G20. Da geht es ja morgen los, 2 Tage Beratung der Finanzminister. Sie sind das erste Mal dabei vor dem Hintergrund stark steigender Schulden, einer sehr hohen Inflation. Was ist Ihre Erwartung für das Abschlussdokument? Was werden die Schwerpunkte der G20 aus Ihrer Sicht setzen müssen? Zum einen ist der Meinungsbildungsprozess auch hier im Hause noch nicht abgeschlossen. Wir haben ein Instrument in Vorbereitung. Ob und wann wir es auch im Zuge der Haushaltsinitiative vorschlagen, das prüfen wir noch. Ich will gerne das tun, was für Mittelstand, Handwerk, Industrie insgesamt am besten ist. Und da kommt es sehr auf den Zeitpunkt und auch die konzeptionelle Ausgestaltung dieser sogenannten Superabschreibung an. Das Thema, und das war Ihre zweite Frage, das Thema der internationalen Finanzstabilität wird natürlich beim G20-Treffen eine große Rolle spielen. Die Inflation und die Reaktion darauf sind ja gerade auch für viele Low-Income-Countries ausgesprochen herausfordernd.
Im Zuge der deutschen G7-Präsidentschaft ist das Thema Global Macro ja auch eine der Prioritäten. Deshalb ist die Erwartung, dass sich dies auch natürlich widerspiegelt im Abschlusskommuniqué von Freitag.